Hallo ihr Lieben, grüßt euch. Hier bin ich mal wieder, euer Uwe. Ja, ich habe auch so eine kleine Weltmeisterschafts-Sommerpause gemacht. Ja, die Fußball-WM war und da macht es keinen Sinn, da irgendwelche Videos zu posten. Das guckt ja eh keiner. Ja, das ist jetzt so gut wie vorbei, also lege ich mal wieder ein bisschen los. Ihr werdet auch die nächsten Tage wieder eine neue Folge hören aus meinem Hörbuch Der Blick aus meinem Fenster. Da bin ich gerade wieder dabei. Und ich bin bei der Vorbereitung nach Deutschland zu fliegen am 27. Da werde ich so ein bisschen ein paar Videos machen. Und heute aus gegebenem Anlass mache ich so ein kleines Video. Denn wenn ihr das verfolgt, so ein bisschen im Fernsehen, habt ihr mit Sicherheit gesehen, dass dort eine große Rettungsaktion stattfindet in Thailand. Da sind 13 Leute eingeschlossen in einer Höhle seit dem 23. Juni des letzten Monats. Diese Aktion ist eine Riesenaktion. Da sind Menschen aus aller Welt dran beteiligt. Und ich wurde natürlich jetzt gebeten, sehr oft über die sozialen Netzwerke und über E-Mail und über Twitter und über alle möglichen Accounts, die ich habe, da ein Statement abzugeben. Ich habe mir das lange überlegt und mache das heute aus gegebenem Anlass, denn heute sind die ersten 6 Jungs eigentlich aus der Höhle raus und die Rettungsaktion läuft weiter. Die Retter brauchen jetzt ungefähr 10 Stunden, um sich wieder vorzubereiten für die nächste Aktion. Das heißt also, wir können hoffen, dass bis morgen die Jungs aus der Höhle raus sind. Das wäre natürlich klasse. Ich habe diese Kommentare, natürlich alle möglichen Kommentare im Internet verfolgt. Ich habe Reportagen gelesen, die von renommierten deutschen Zeitschriften, von renommierten Fernsehanstalten gemacht worden sind. Und ich muss mich wirklich schämen, was da produziert wird an Unwissen. Zum allerersten taucht ein Taucher nicht mit Sauerstoff. Das heißt also, wir benutzen immer noch keine Sauerstoffflaschen. Ihr lieben Presseleute, informiert euch doch bitte korrekt. Wir benutzen komprimierte Luft, ist noch lange kein Sauerstoff. Ja, das ist komprimierte Atemluft. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, ihr solltet wissen, was es heißt, in einer Höhle zu tauchen. Ich bin Höhlentauchlehrer, ich tauche Höhlen seit langer, langer Zeit. Ich habe Höhlen erforscht und ich weiß, dass das eine der extremsten Sportarten ist, die es gibt. Und ich sage bewusst Sportarten, denn das, was wir da gerade sehen, das ist natürlich keine Sportart mehr. Das ist extremst Höhlenrettung. Und wir sehen Höhlentauchen immer, das sehe ich an den Kommentaren meiner Schreibtischtauchlehrer und meiner Schreibtischhöhlentaucher, die ich da jeden Tag lesen muss. Wir denken an Höhlentauchen, große Kammern, wunderbar klares Wasser, tolle Sicht. Das könnt ihr in diesem Falle vergessen, ihr Lieben. Ihr müsst euch vorstellen, dass wenn ihr euch die Augen zumacht und lauft durch euer Wohnzimmer, dass ihr nichts seht. Ja? Und so ist das in der Höhle. Nur die Höhle ist groß, klein, eng, schmal, eckig, rund, in allen Facetten. Und da müsst ihr durch, da klettert ihr durch, da rutscht ihr durch, da taucht ihr durch. Und das für über 4 Stunden ein Weg. Ja? Also ihr habt 4,7 Kilometer, bis ihr zu dieser Gruppe kommt. Und 4,7 Kilometer braucht ihr schon relativ lange, auch nur wenn ihr normal laufen würdet. Jetzt rechnet einfach mal aus, was da ein Höhlentaucher braucht, um dorthin zu kommen. Wenn er raus muss aus dem Wasser, rein ins Wasser. Das Wasser ist kaffeebraun. Ja, wenn es so wäre, ist es vermutlich sogar noch dunkler wie kaffeebraun. Das heißt, diese Jungs müssen dort ohne jegliche Sicht durch. Die engste Stelle ist 38 cm im Durchmesser. So, jetzt schaut euch mal an und jetzt überlegt ihr mal, was für einen Durchmesser ihr alleine habt. Und dann müsst ihr durch einen 38 cm Durchmesser Engpass. Viel Freude dabei. Also, deswegen, bevor man Kommentare loslässt, sollte man die Situation eigentlich mal genau überdenken und genau überlegen, was da eigentlich passiert. Ich trainiere Leute im Höhlentauchen, ja. Ich trainiere Leute auch tauchen mit ohne Sicht, ja. Aber nochmal, das dort ist was ganz anderes. Und ich bin froh, ganz ehrlich froh, dass dort die besten Jungs sind, die wir in der Höhlentauch-Community haben. Und dass diese Jungs gerade auf dem Weg sind, diese Fußballmannschaft dort zu retten. Unsere Höhlentaucher, die wir dort haben, das sind die Besten der Besten. Ja? Und ich hoffe und ich wünsche mir, dass das funktioniert, was die Jungs machen.
6 Stück sind draußen, aber nichtsdestotrotz, es ist ein Höllentrip, das ist eine Höllengefahr. Und wir hoffen, dass innerhalb der nächsten 24 Stunden das Ganze gut endet. Und ich drücke meinen Kollegen dort drüben die Daumen, dass das gut funktioniert. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt das ein bisschen verstanden, warum ich jetzt hier nicht ins Detail gehen will mit gewissen Dingen. Aber ich denke mir, es wurde gesagt, was gesagt werden muss. Tschüss, euer Uwe. Tschüss.